Vanessa. Ich arbeite als Registrarin hier im Kunstmuseum Thurgau. Ich bin vor allem in den Depots unterwegs. Und eines meiner Lieblingswerke ist draußen, hier im Prioratsgarten. Und zwar sind das die drei Sandsteinbänke von Ginny Holzer. Sie ist eine sehr wichtige und spannende Künstlerin aus den USA und setzt sich viel mit den politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander. Sie braucht viel Sprache, also Texte und Wörter in ihrer Arbeit. Und ein grosses Thema bei ihr sind auch die Massenmedien. Die drei Sandsteinbänke sind aus der Serie Lustmord und 1996 entstanden. Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass die Bänke eigentlich von weitem und auch von näher ziemlich harmlos wirken. Man kommt hier an, ist wahrscheinlich und will sich ausruhen. Und die Bänke sehen so aus, als ob sie schon immer da gewesen wären. Sie haben sogar Moos und Flechten drauf. Auf diesen Bänken hat es einen Text, einen eingemeißelten Text von der Künstlerin. Und wenn man den anfängt zu lesen und übersetzen, dann fängt es wirklich an kalten Rücken ablaufen. Sie hat sich stark mit dem Ex-Jugoslawien-Krieg in den 90er Jahren auseinandergesetzt, also vor allem mit der Gewalt an Frauen. Und die drei Bänke sind eigentlich, man liest drei Perspektiven, die vom Opfer, die vom Täter und die vom Beobachter. Die Kunstwerke stehen als mahnende Erinnerung eigentlich an die Gewalt, vor allem an Frauen, aber auch allgemein Kriegsgewalt.